Ein Gnadenhof spaltet in Neukirchen bei Bonn die Gemüter. Hat der Hof mit mehr als 100 Tieren verschiedener Arten mitten in einem Dorf seinen richtigen Standort und wird dieser auch richtig genutzt? Also einige Nachbarn und Anwohner, die klagen jedenfalls über Lärm und Dreck. Die Betreiber haben jetzt Sorge, dass die Tiere auf der Strecke bleiben könnten. Es ist eine verzwickte Situation. Sie will keiner mehr haben, denn sie sind unvermittelbar alt und krank. Und sie kümmert sich darum, Frührentnerin Heike Schneider. 2008 ruft sie den Verein Gnadenhof St. Anna ins Leben, aus reiner Tierliebe. Nur durch Spenden hält sie den Hof am Laufen. Wenn's nicht reicht, muss sie von ihrer Rente oder dem Geld ihres Mannes, der als Kfz-Mechaniker arbeitet, noch etwas abzwacken. Und dann das. Die Nachbarn werfen uns vor, Lärmbelästigung und Geruchsbelästigung. Also, und ich sage, es riecht nicht. Also wenigstens nicht an den Häusern dran, im Stall mit Sicherheit. Und der Lärm ist ein ganz normaler Lärm für ein Dorf. Die Tiere seien zu laut. Die Katzen verrichteten ihr Geschäft in den Sandkästen der Nachbarn. Der Hof liegt nicht in reinem Wohn-, sondern in landwirtschaftlichem Mischgebiet. Und trotzdem, der Gnadenhof nervt. Was folgt? Warnung oder Denkzettel? Ein Fuchs. Und dann ist ein Nachbar hingegangen und hat dem Fuchs eine Treppe gebaut, dass der hier auf Gelände kam. Und dann hat er uns 23 Hühner und 3 Enten gerissen. Ob und wer, das wäre zu beweisen. Fakt ist, das ist der Beginn eines deftigen Nachbarschaftsstreits. Rheinbach-Neukirchen ist gespalten. Die einen für den Hof und die anderen dagegen. Ein freundliches Zusammenleben kaum mehr möglich. Das Problem ist, da haben sich welche zusammengerüttet, die sie einfach weghaben wollen. Sie gönnt sich selbst nichts. Sie ist um jeden Euro dankbar, den sie gespendet bekommt. Und würde lieber hungern, als ein Tier hungern würde. Alle reden von Tierschutz, aber wie gesagt, bitte nicht vor der eigenen Tür, bitte woanders. Tja, so scheint es leider zu sein. Mehrere Anwohner, die leider nicht vor die Kamera möchten, gehen weiter und klagen. Verlangen von der Stadt planungsrechtliche Prüfungen. Also es mussten die Nachweise erbracht werden über das gesamte Grundstück, wo welcher Baum steht, wo der Teich Überlauf ist, wo der Ablauf von den Dächern ist. Dann wollten sie wissen, wie viele Tiere da sind und wo die im Einzelnen leben. Bürokratische Prüfungen, die Geld kosten, das nicht da ist. Noch dazu die Anwaltskosten. Spenden dagegen kommen kaum noch rein, denn die Zukunft des Hofes ist zu ungewiss. Und das, was von unserem eigenen Geld wir abzwacken können, weil wir nicht unbedingt direkt zum Leben brauchen, geht zu den Tieren, ganz klar. Und mehr noch, sie kündigen Sparverträge, geraten in Schulden. Doch die Entscheidung der Stadt lässt auf sich warten. Wir fragen nach. Bürgermeister Stefan Rätz verspricht ein baldiges Ende. Ja, wir sind dann relativ schnell. Wir werden dann auch die weiteren Behörden, vor allem beim Rhein-Sieg-Kreis, mitbeteiligen. Dann rechne ich mit einer Entscheidung innerhalb von 2 Wochen. Das ist bei uns alles gut vorbereitet. Hoffentlich, denn die Zeit läuft gegen den Hof. Die Insolvenz droht. Kann dieser Hof bestehen bleiben oder muss er weg? Unser Bestreben ist es, den Gnadenhof zu erhalten, einen guten Kompromiss zu finden, dass die Nachbarn auch mit diesem Gnadenhof tatsächlich auch leben können. Leben und leben lassen, miteinander reden, Kompromisse akzeptieren und ein Deckel auf dem Sandkasten könnten vielleicht helfen.